Heute bei Robert Knows. Wie ist das Leben auf einer Raumstation? Wie fühlt sich ein Raketenstart an? Was machen Astronauten, wenn sie krank werden? Und welche Erfahrungen wird ESA-Astronaut Luca Parmitano mit uns teilen? All das und mehr jetzt bei Robert Knows. Schwester, es ist fast Zeit für unser Gespräch mit Luca. Glaubst du, ich könnte das vergessen? Ich bin sowas von bereit. Das muss er sein. Luca! Hey, Luca! Hey, Luca! Klasse, dass du es geschafft hast. Hey, Robert. Hey, Robert. Hey, Lisa und Bennett. Seid ihr bereit für den zweiten Teil unseres Interviews? Auf jeden Fall, Luca. Was mich am allermeisten interessiert, ist der Start. Wie hast du dich während des Raketenstarts gefühlt? Weißt du, Bennett, das ist ein sehr aufregender Moment. Jeder Astronaut liebt den Start der Rakete. Zum einen, weil man ins All fliegt, aber auch, weil es ein sehr dynamischer Vorgang ist. Das ganze Team der Mission hat jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet und ist bestens vorbereitet. 3, 2, 1, 5. Du bist also in deinem Sitz und was dann passiert, ist, dass die Rakete in 8 Minuten und 48 Sekunden auf eine Höhe von 250 Kilometern steigt. Von 0 auf 28.000 Kilometer pro Stunde. Das ist eine ziemlich starke Beschleunigung. Und es fühlt sich an, als ob eine gigantische Hand auf deiner Brust wäre, die dich in deinen Sitz drückt. Boah, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Und welcher der Astronauten ist dann der Pilot? Da die Rakete so unfassbar schnell ist, schneller als jedes Flugzeug oder Auto, könnten Fehler passieren, wenn sie von einem Menschen gesteuert werden. Aus diesem Grund ist der Kurs vorprogrammiert und ein Computer sorgt dafür, dass die Rakete den Kurs hält. Computer können das auch bei solch hohen Geschwindigkeiten. Und wie kommen die Astronauten dann von der Rakete in die Station? Da viel Kraft notwendig ist, um die Erdanziehung zu verlassen, besteht der hintere Teil der Rakete aus Antrieb und Treibstoff. Die Astronauten selbst sitzen im vorderen Teil, der sogenannten Kapsel. Ist die Rakete erst einmal im All, wird der hintere Teil abgeworfen und nur die Kapsel fliegt noch weiter. Mit dieser Kapsel können Astronauten dann über eine Luftschleuse an der Raumstation andocken. Wow! Und weil die Kapsel schon weit genug von der Erdanziehung entfernt ist, braucht sie nur einen kleinen Antrieb? So ist es. Und wie gibt dann ein Astronaut seinen Freunden und seiner Familie Bescheid, dass er sicher angekommen ist? Dürfen Astronauten telefonieren? That's another great question, Bennett. Das ist eine sehr gute Frage, Bennett. Und ja, wenn du auf der ISS bist, kannst du überall auf der Erde anrufen, wenn du nicht gerade arbeiten musst. Und ungefähr einmal die Woche können wir sogar einen Videoanruf mit unseren Freunden und unserer Familie halten. Das macht richtig Spaß. Das alles haben wir dem technologischen Fortschritt zu verdanken. Und dass die ISS jetzt ununterbrochen schon 20 Jahre bewohnt ist. So ein Anruf tut sicherlich gut, wenn du so weit weg von zu Hause und deinen Freunden bist. Hattest du auch schon mal Heimweh auf einer Mission? Weißt du, Lisa, ich glaube, dass es wichtig ist, Heimweh zu haben. Immerhin sind wir keine Roboter. Sorry, Robert. Wir sind Menschen. Und selbst wenn wir gut ausgebildete Astronauten sind, bekommen wir immer noch Heimweh. Ich schätze es, deswegen manchmal ein bisschen traurig zu sein. Für mich bedeutet das, dass ich meine Familie und meine Freunde noch liebe, dass ich sie vermisse und dass ich meinen Planeten, den Planeten Erde, vermisse. Es ist also fast schön, sich manchmal traurig zu fühlen, während man aus dem Fenster der ISS schaut. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass unsere Zeit im All begrenzt ist. Es können 3, 4 Monate sein. Bei mir waren es 200 Tage. Aber die Zeit ist immer begrenzt. Wenn wir uns also traurig fühlen, erinnern wir uns einfach daran, dass Astronaut sein eine fantastische Chance ist, die man vielleicht nur einmal im Leben bekommt. Und dann vergeht die Traurigkeit sofort. Das klingt wunderbar. Ich wusste, dass du einen Trick dafür hast. Und was passiert, wenn du auf deiner Mission krank wirst? Gibt es einen Arzt auf der ISS? Das kann ich beantworten, Luca. Erst
Erst einmal werden alle Astronauten vor, während und auch nach ihrem Flug von einem Arzt betreut. Sollte also jemand krank werden, kann der Arzt von der Erde aus feststellen, welche Krankheit es ist und eine schnelle Lösung finden. Aber wie kann ein Arzt von der Erde aus eine Untersuchung durchführen? Natürlich mit einem Videoanruf. Der Astronaut muss die Tests allerdings selbst durchführen und dem Arzt danach die Ergebnisse senden. Aber was ist mit ganz alltäglichen Sachen? Gibt es eine Weltraumtoilette? Es muss eine Toilette geben, oder? Selbstverständlich. Die Toilette auf der ISS ist für alle Geschlechter gebaut. In Schwerelosigkeit auf die Toilette zu gehen, ist allerdings nicht ganz einfach. Ein Gurt an Bauch und Füßen hält den Astronauten in Position. Und alle, Hinterlassenschaften werden wie mit einem riesigen Staubsauger in Auffangbehälter gesaugt. Einer für jede Art der Hinterlassenschaft. Der Urin wird mit anderem Abwasser gesammelt. Feststoffe werden getrocknet, verstaut und für die Abholung durch das nächste Raumschiff bereitgestellt. Und das Wasser? Das wird recycelt. Also säubern Sie es und verwenden es wieder? Sicher. Es ist, wie die Astronauten sagen. Das Pipi von heute ist der Kaffee von morgen. Klasse! Ich hätte nie gedacht, dass es so eine Technologie gibt. Was ist mit einer Dusche? Naja, eine echte Dusche würde zu Problemen führen, weil das Wasser überall hin schweben würde und am Ende in die Elektrik gelangen würde. Also verwenden Astronauten stattdessen ein nasses Handtuch. Und was essen Astronauten im Weltall? Das meiste Essen auf der ISS ist vorgefertigt und verpackt. Es muss allerdings speziell für den Verzehr im All zubereitet werden. Es werden aber auch frische Früchte, Gemüse und Tortillas von der Erde geliefert. Diese müssen aber bereits kurze Zeit nach der Lieferung gegessen werden, sonst verderben diese. Ha, cool. Ich wette, die frischen Früchte schmecken viel besser als die Konserven. Eine Frage noch, Luca. Und danke für deine Geduld mit uns. Würdest du auch zum Mars fliegen? Weißt du, Lisa, ich würde liebend gerne zum Mars fliegen. Aber ich glaube, ich bin schon ein bisschen zu alt dafür. Also auch wenn ich jetzt noch nicht wirklich alt bin, werde ich wahrscheinlich zu alt sein, wenn wir die Möglichkeit haben, zum Mars zu fliegen. Ich denke, es wird noch ein wenig Zeit brauchen, bis wir einen Menschen auf den roten Planeten schicken können. Aber ich wäre auch jetzt bereit. Das ist Teil meines Berufs. Wir bei der ESA sind aber sehr optimistisch, dass der erste Mensch, der den Mars bereisen wird, bereits jetzt geboren ist. Im Ernst? Das heißt, das könnte ich sein? Oder ich? Oder wir beide. Stell dir das mal vor. Und die erste Station auf dem Mars wäre dann die Parker-Station. Du darfst auch als Erster auf dem Mars laufen. Schließlich bist du 5 Minuten älter als ich. Luca, es war mir eine wahre Freude, mal wieder mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du kannst dir nicht vorstellen, was uns das bedeutet. Es war höchst interessant. Ja, Luca. Das war wohl eine der großartigsten Unterhaltungen, die ich jemals hatte. Danke für deine Zeit und alles Gute für deine nächsten Missionen. Robert, Lisa, Bennett, es war mir eine Freude. Alles Gute für euch drei. Bis bald. Für mich auch, Luca. Du hast wirklich den coolsten Job von allen. Vielen Dank. Ich kann es kaum erwarten, mich bei der ESA als Astronaut zu bewerben. Wusstest du, Bennett, dass die ESA genau jetzt nach neuen Astronauten sucht? Das heißt, ich könnte mich sofort bewerben? Dafür bist du noch ein bisschen jung. Aber es wird die ESA auch noch geben, wenn du alt genug bist. Ich kann es kaum erwarten, so tough wie Luca zu werden. Testpilot, Astronaut. Und er wusste wirklich alles. Dann bis nächste Woche, Freunde. Macht es gut.